Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, wie du als Mama gelassener werden kannst. Vielleicht kennst du auch solche Situationen. Ich kenne die auf jeden Fall von früher, gerade so morgens. Wenn die Kinder einfach nicht so schnell wollten, wie ich das brauchte. Oder wenn man allgemein raus wollte und dann musste noch jemand sich umziehen und nochmal auf Toilette und nochmal was trinken und hier und da und dort nochmal. Und man wurde unruhig und ungeduldig. Und dann wurde man oft mal laut. Und dann hat man sich so über sich selbst geärgert, dass man so laut wurde, weil die Kinder doch eigentlich nichts dafür konnten. Und dann spann sich dieses ganze Hamsterrad aber weiter, weil man sich dann selbst Vorwürfe gemacht hat. Und dann kommt es plötzlich wieder zu der Situation und wieder und wieder und wieder. Du hast einfach nicht die nötige Geduld für deine Kinder und du ärgerst dich darüber. Warum ist das so? Ich war so eine ungeduldige Mama. Ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Ich stehe auch nach wie vor nicht gerne in Schlangen oder warte auf Dinge. Es gibt Menschen, die einfach von Natur aus ungeduldig sind und das ist in Ordnung. Aber im Umgang mit unseren Kindern, im Umgang mit uns selbst, auch mit unserer Entwicklung, dürfen wir einfach geduldiger werden. Und da hat es mir einfach geholfen zu meditieren. Durch das Meditieren habe ich gelernt, abzuwarten. Durchs Meditieren lernst du, die Pausen zwischen den Atemzügen, die Pause zwischen den Wörtern wahrzunehmen. Und dein ganzes System fährt einfach runter. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Pegel. Wenn ich sonst immer zwischen 5 und 6 war und dann natürlich schnell auf einer 10, bin ich jetzt durch das regelmäßige Meditieren vielleicht immer bei 2, 3 und dann schlägt es gar nicht mehr so weit aus. Also Meditation hat mir einfach sehr, sehr, sehr geholfen, um geduldiger zu werden. Geduldiger mit meinen Kindern. Das, was mir früher öfter mal passiert, ist eben, dass man laut wurde, dass man gehetzt hat, dass man geschimpft hat, weil es zum Beispiel morgens nicht so schnell vorwärts ging, wie man sich das gewünscht hätte, weil man doch auf Arbeit musste. Sowas passiert mir nicht mehr. Sowas passiert mir seit Jahren einfach gar nicht mehr. Es ist also definitiv möglich. Man darf sich da auch selbst reflektieren. Da hat natürlich auch viel die persönliche Entwicklung mit zu tun, indem ich selbst reflektierter bin, warum wollte ich das denn immer alles so schnell und wie kam es denn überhaupt zu dem Zeitdruck? Und wenn du auch permanent Stress hast, also wenn dein Stresslevel immer permanent hoch ist, dann bist du auch sehr anfällig, mal aus der Haut zu fahren und eben nicht so geduldig mit deinen Kindern zu sein. Wenn du aber konstant dein Stresslevel senkst, eben durch Meditation, aber auch natürlich andere Entspannungstechniken oder indem du dir Zeit für dich nimmst, Dinge tust, die dir gut tun, die dir Freude bereiten, um da auch dein Energielevel aufzufüllen und Stress zu reduzieren, dann ist das natürlich auch ein Effekt, der dich nicht so schnell nach oben bringt. Und dann darf man sich in den Momenten zurücknehmen. Man fährt einfach nicht mehr so schnell aus der Haut, wenn man einmal angefangen hat, an diesen Themen zu arbeiten. Ich habe mir dann eine regelmäßige Meditationsroutine zugelegt, gar nicht mit dem Ziel, geduldiger zu werden, aber es ist ein Nebeneffekt dessen geworden. Und auch in meiner persönlichen Entwicklung bin ich natürlich ein ganz anderer Mensch. Reflektiere Situation, schau, woran hat es jetzt gelegen. Also morgens passiert uns das einfach nicht mehr, weil ich einfach zeitiger beginne, weil ich so einen Ablauf geschaffen habe, der uns alle pünktlich aus dem Haus bringt. Und ich glaube, da ist es wirklich dieser wichtige Schritt. Wenn du geduldiger als Mama werden möchtest, darfst du schauen, okay, was sind die Situationen, in denen ich ungeduldig bin? Reflektier das mal, warum ist das so, woraus entsteht das, was ist vorher passiert, wie hast du dich vorgefühlt, wie hast du dich auch danach gefühlt, dieses Gefühl danach, wo wir oft in diesen Selbstvorwurf gehen und wo es uns leid auch tut für die Kinder, dass wir vielleicht laut geworden sind, dass das auch einfach nicht sein muss, das sind die Punkte, die dich motivieren, da anzugreifen. Und dann überleg mal, okay, ist es vermehrter Stress, dann darfst du was tun wie Meditation, wie Yoga, Dinge, die dich entspannen und zwar regelmäßig, nicht nur einmal, nicht nur heute und morgen und übermorgen, sondern regelmäßig. Sind es aber ganz andere Themen, stecken da ganz andere Themen für dich dahinter, die auf blockierende Glaubenssätze schließen, auf Muster, auf Traumata, die du hattest, triggert dich etwas in dieser Situation, dann darfst du auch das für dich sehen, für dich aufschreiben und dann an diesen Themen arbeiten.
Resilienz ist da ein ganz wichtiges Thema. Wenn du resilienter wirst, dazu gibt es einen Audiokurs von mir, wie man das machen kann, dann bist du auch gestärkter, gefestigter in diesen Situationen. Und umso mehr du daran arbeitest, umso öfter du Situationen erfährst, in denen du souveräner, geduldiger reagierst, umso mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärkst du auch in dir. Und das wiederum ist ein wundervolles Vorbild, deinen Kindern gegenüber zu zeigen, hey, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe an mir gearbeitet und dann wurde ich eine bessere Mama. Die Mama, die mehr dem entspricht, wie ich sein möchte, nämlich geduldiger in manchen Momenten. Und wenn du dir da wirklich aktiv Unterstützung suchst, habe ich gerade ein ganz tolles Angebot, nämlich den End of Summer Sale. Der Herbst hat uns alle mit sehr, sehr großen Schritten eingeholt und ich möchte den Sommer noch einmal appreciaten. Und Herbst ist sowieso die Zeit der inneren Einkehr, wo wir an uns arbeiten dürfen, wo wir aufräumen dürfen, wo wir die Energie vom Sommer nutzen dürfen, um jetzt die Erde nochmal nährstoffreich zu machen, damit dann im nächsten Frühjahr wieder ganz, ganz viel blühen darf. Und deswegen gibt es bis 30.09. 30% Rabatt auf alle meine Online- und Audiokurse. Die verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Schaut ihr euch in Ruhe an. Ihr habt einen Audiokurs-Bundle mit 4 verschiedenen Audiokursen zu 4 verschiedenen Themen, wenn ihr so richtig in verschiedene Themen reingehen wollt. Ihr könnt das natürlich anwenden auf meine Meditationskurse, auf meinen großen Online-Kurs Stark statt gestresst als Mama und Frau, aber natürlich auch gerne auf den Kinderkurs Ich bin mein eigener Superstar. Schaut euch das in Ruhe an, nutzt den Code sehr, sehr gerne. Falls ihr Fragen habt, ist auch unten meine E-Mail-Adresse und mein Instagram verlinkt, dann schreibt mir da sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, geduldiger zu werden.